Augmented Reality blicken wir hinter die Oberfläche des Bildes und tauchen tief in die Entstehung und Gestaltung dieses Werkes ein. Herzlich willkommen im Belvedere. Die österreichische Galerie kommt zu Ihnen. Mit einem Werk von Egon Schiele, Umarmung. Ein Mann, eine Frau, nackt auf einem Laken liegend, in Umschlingung. Kein erotisches Bild im engeren Sinne, auch wenn die beiden sich umarmend, umschlingend gezeigt werden, erleben wir in dieser körperlichen Präsenz der beiden ausformulierten Leiber so etwas wie Verzweiflung, sich aneinander festklammernd, den Versuch, der Unbild dieser Welt zu entgehen. Und damit sind wir dem Lebensthema Egon Schieles schon sehr, sehr nah. Jener Künstler, der sein ganzes Œuvre, sein ganzes Schaffen hindurch diese Dichotomie der beiden Pole von Leben und Tod thematisiert. Dieser hochtalentierte Zeichner, dieser Wegbereiter einer neuen Idee in der Malerei, des Expressiven. Dieser Künstler, der in den letzten Jahren seines Schaffens 1917, 1918 einen Wandel erfährt, indem er die bis dahin so ausgezehrt, so zerbrechlich, so verletzlich wirkenden Körperlichkeiten voller werden lässt. Und doch, wenn wir die Oberfläche der beiden nackten Körper betrachten, dann gewinnen wir den Eindruck, in diesem rauen Pinselduktus, pastöse Farbaufträge, die mit lasierenden Sequenzen in Dialog treten, würden wir die Auflösung, das Marzerieren dieses Körpers geradezu haptisch erfahrbar, taktil erlebbar gemacht bekommen. Egon Schiele, ein Künstler, der nicht nur tief in seine Bilder hineinblicken lässt, sondern auch als Literat tiefe Einblicke gewährt. Im Unterschied zu seinem väterlichen Freund Gustav Klimt, der ein sehr wortkarger Mann ist, ist Egon Schiele wortgewaltig, als Lyriker, vor allem aber auch als Kunstphilosoph. Und so beschreibt er in einer anekdotischen Schilderung ein Erweckungserlebnis, als er nämlich vor der Auslage einer Wildbrethandlung steht und die gehäuteten toten Leiber der Tiere, der Hasen, Fasane, Enten, Gänse, Hühner, mit ihren Muskelfaszien, den Muskeln, den Knochen, sieht in der Farbigkeit der Strukturen dieses altrosa, violett, türkisgrün und blau und zutiefst berührt von der Präsenz des Todes und der Körperlichkeit, wird Egon Schiele von diesem Tag an die Körper der von ihm dargestellten Menschen ganz ähnlich zwischen Tod und Leben in einer Farbigkeit, die vergleichbar ist, vor allem aber auch diesen Inkarnat und diese Struktur, das Ausformulieren der Muskel dieses kräftigen Männerkörpers im konkreten Falle erlebbar machen und zeigen. Verstärkt wird die Wirkung dieser sich aneinander festklammernden, verzweifelt dem Ertrinken, entrinnen wollenden Menschen noch durch diese ungeheure Unruhe des Bettlakens, dessen blaue Kontur die Wirkung massiv verstärkt. Eine Wirkung, die Egon Schiele, nachdem er dieses Bild mit der Unterzeichnung angelegt hat, in der letzten Fertigung, im letzten Stadium des Ausformulierens noch verstärken wird. Als wäre es eine Vorwegnahme und ein visionäres auf das eigene Leben blicken. Dieser Künstler, der mit 28 Jahren, nämlich 1918, an den Folgen der spanischen Grippe, dieser Pandemie, verstirbt. Ein Künstler, der innerhalb dieser kurzen Zeit, die ihm zur Verfügung steht, ein so unglaublich breites, faszinierendes und spannendes Œuvre hervorbringt. Der Blick lohnt immer wieder. Mit oder ohne technische Hilfsmittel, jedenfalls ein Œuvre, das eine Atmosphäre einer Zeit, in der das Politische, das Gesellschaftspolitische, das Historische alles zu zerbröckeln und zu bröseln scheint. Egon Schiele
seismografisch draufblickend, macht uns all das erlebbar. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in der Österreichischen Galerie Belvedere.